Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck Thermo Fisher. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Medizintechnikbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 0,2%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn im Durchschnitt pro Jahr um 34% angestiegen. Und dieser Wert ist stärker als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei 21%. Damit vergebe ich hier 2 von 2 möglichen Punkten. Dann kommen wir zum Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um 23% nach oben gegangen. Und auch dieser Wert ist stärker als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei 17%. Damit vergebe ich auch hier 2 Punkte. Dann kommen wir zum Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz, der ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um 17% angestiegen. Und dieser Wert ist ebenfalls stärker als der Wert der letzten 10 Jahre, denn der liegt bei 14%. Also vergebe ich hier insgesamt ebenfalls 2 Punkte. Dann kommen wir zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll der Gewinn zwischen 2021 und 2025 im Durchschnitt pro Jahr um 8% nach oben gehen. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim ersten Kriterium sehen. Und damit vergebe ich hier insgesamt 1 Punkt. Dann kommen wir zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow soll laut den aktuellen Analystenprognosen zwischen 2021 und 2024 im Durchschnitt pro Jahr um 10% ansteigen. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim zweiten Kriterium sehen. Und hier gibt es von mir insgesamt ebenfalls 1 Punkt. Dann kommen wir zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz soll laut den aktuellen Prognosen der Analysten zwischen 2021 und 2024, hier muss 25 stehen, im Durchschnitt pro Jahr um 8% nach oben gehen. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim dritten Kriterium sehen. Und hier vergebe ich insgesamt ebenfalls 1 Punkt. Dann kommen wir noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren. Und hier hat sich die Schuldenquote in den letzten 10 Jahren unterm Strich verschlechtert, und zwar von 39% auf 52%. Und hier vergebe ich insgesamt 0 Punkte. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt Thermo Fisher in meinem Wachstumscheck insgesamt unterm Strich 9 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten. Und in meinem Wachstumscheck landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt noch zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Wachstumscheck. Und hier landet Thermo Fisher momentan mit den 9 erreichten Punkten hier auf dem 9. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich wie immer im Aktienfinder. Und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Mitte Mai 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktuell der Kurs oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Abschluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.